Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einem neuen kleinen Tutorial, sage ich mal, von mir für euch von Anno 1800. Und zwar geht es diesmal um das Thema Straßen. Straßen sind teuer. Deswegen, soll ich lange Straßen bauen, soll ich Steinstraßen bauen, soll ich Feldwege bauen, etc. Das will ich alles hier behandeln und an einem kleinen Beispiel mal zeigen. Also bleibt dran. Ich habe mal hier meine Stadt so halb weggerissen, keine Angst, ich habe die gespeichert, um euch das mal zu demonstrieren. Und habe hier eine Straße hingezogen, von hier nach hier, aus Feldweg. Und setze mir jetzt einfach mal einen Marktplatz hier vorne hin, auf die Ecke. Und sehe schon die Bereiche, die hier angebunden sind, in grün. Ne? Dunkelgrün, volle Anbindung, mittleres Grün. Ich glaube 70%. Ich kann ja mal einfach hier so mal ein paar Häuser hinsetzen. So, da haben wir das. Hier fängt die Mitte an. Und ich würde sagen, grob hier. Er hat jetzt keine ganze Straßenanbindung, bevor hier irgendwas schief läuft. Machen wir so. Und der letzte Bereich, wo definitiv nichts mehr ist, ist hier. Also, da haben wir meine Hütten. Ne, ihr seht, volle Anbindung, Teil, Teil und gar nichts. Ich habe viel durchgemacht. Okay, voll. Der ist nicht mehr ganz drin. Der hat nur 25%. Der hat gar nichts mehr. So. Deswegen Straßen. So, Feldweg. Das heißt... Ein Feuer ist ausgebrochen. Ganz ruhig. Diese Wege verbinden die Gebäude miteinander und die Bedürfnisse, die diese Bewohner haben. Das ist nicht wie früher, dass das ein fester Bereich ist. Nein, es ist an Straßen gebunden. Das heißt, Querstraßen etc. sind immer von Vorteil, da ich da mehr anbauen kann. So, des Weiteren, leider ist jetzt hier der Bereich durch die anderen Häuser natürlich ein bisschen verfälscht, geht das halt kreisförmig. Ne? Also dieser Bereich hier würde so hier langlaufen und zurück. Es ist auf jeden Fall ein weiter Weg. Wenn ich jetzt das Ganze, vor allen Dingen im späteren Bereich, mit Straßen auskleide, und mir das ganze Thema jetzt nochmal angucke, seht ihr auf einmal eine Veränderung der grünen Linie. Auf einmal ist hier das erste Haus volle Leistung. Hier der Bereich. Boah, ich will gar nicht wissen, wie weit das geht. Ich ziehe das mal durch. Um das mal genau zu checken. Ja, durch die Stinks. Wahrscheinlich würde das wirklich bis hierher gehen. Auf einmal haben wir diesen ganzen Bereich zusätzlich an Reichweite gewonnen. Das heißt, ich brauche weniger Unterhaltungsgebäude, die mir zeigen, dass, also die ich benötige, um eine große Fläche an Bewohnern glücklich zu machen. Also nicht nur Bewohner, es geht ja auch um andere, um Markt, um Lagerhäuser und deren Reichweite. Ich meine, halt doch mal die Klappe. Ne? Also das ist alles mit drin und sollte man bedenken. Arbeitskraft. Des Weiteren, ja, ich weiß, dass an Arbeitskräften leid, weil ich habe es alle abgerissen. Es mangelt an Arbeitskraft. Des Weiteren haben diese Steinstraßen natürlich noch einen ganz anderen Zweck. Es mangelt an Arbeitskraft. So, wenn ich jetzt hier den Karren sehe, ne, die Geschwindigkeit und das jetzt mal drauf packe, zack, ist auf einmal schneller. Das hat auch nochmal einen Vorteil. Die Waren werden schneller transportiert, im Gegensatz zu Zügen natürlich, die sind ausgenommen mit dem Öl später und der Elektrizität. Aber ja, ist doch gut. Das geht. Also ich würde auf jeden Fall fangen mit weiter. Dingstraßen an, mit Feldwegen, sage ich mal. Aber wenn das Geld da ist und die Ressourcen, wechselt alles auf Steinstraßen. Ihr spart dadurch im Endeffekt dauerhaft Geld, dadurch, dass ihr weniger Unterhaltungsgebäude braucht, zerstört. Dass ihr weniger an Zeit braucht für die Ressourcen, also sprich, die werden schneller abtransportiert und so weiter und so fort. Das heißt, da könnt ihr auch wieder sparen. Oder besser gesagt, keine neuen Gebäude so schnell nachbauen, da die aktuellen halt eine Leistungssteigerung haben.
Ne? Das ist alles zum Thema Straßen dabei. Deswegen würde ich da auf jeden Fall immer ein Auge drauf halten. Ich sage danke fürs Zusehen, empfehlt mich ruhig weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.